So, hi und hallo mal wieder. Ja, heute ist mal wieder Mittwoch. Und was kommt mittwochs immer raus jetzt? Jede Woche? Star Wars, bau dein X-Wing. Von De Agostini, Ausgabe Nummer 4. Für 11,99 Euro. Magazin, Bauanleitung, Bauteile, alles wieder drin. Bauteile, seht ihr, schön lang. Und im Hintergrund blaue, was Blaues, was Dickes. Keine Ahnung, was das sein wird. Werden wir aber jetzt feststellen, weil jetzt packe ich das mal aus. Das De Agostini Star Wars Baudein X-Wing. Ausgabe 4. Wie gesagt, das sind die Bauteile, die ich gleich zusammensetzen werde. Oh, wieder drei kleine Schräubchen dabei. Batteriekasten, was wieder mal von R2-D2. Jetzt lüften wir mal das Geheimnis, was die blaue Pappe sein soll. Bestimmt nur, weil das so vermatscht ist, einfach nur ein Stück Verpackung, dass die große Pappe nicht mehr drum ist. Sonst wüsste ich nicht, was das soll, aber das wird uns das Magazin ja jetzt mal aufklären. Na, werde ich fast eine Seite überschlagen. Da ist das fertige Teil, aber eben das ältere Modell. So wurden ja die Filme gemacht, die ersten. Ah, das könnte ein Stück. Es gibt ja diesen berühmten Green Stream Effekt und es gibt auch mit Blau. Man kann nämlich zwei Farben verwenden. Vielleicht den so hin. Ah, nee, der X-Wing ist ja größer. Also, das würde sich nicht lohnen. Aber wir schauen mal nach. Dann mal wieder Merchandising mit reingepasst, was wir nicht brauchen. Hier sind jetzt die Bauteile nochmal. Was haben wir zum Bauen? Wir haben etwas zum Schrauben. Und den R2-D2 setzen wir zusammen. Die zweite Lampe kommt rein. Oh, guckt mal hier. Ganz kleine, viele Plastikteile, die dann, wenn das Licht an ist, die Farben auch wiedergeben. Oh, das ist was für meine dicken Finger. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Stimmt. Das ist mal wieder Fummelarbeit, wo ich etwas länger dran sitzen werde. Dann haben wir Batteriekasten anschließen. Ah, den R2-D2 draufsetzen. Können wir testen, ob der schon leuchtet. Nicht schlecht. Dann natürlich. Ah, wieder was von das Kanonenrohr. Alles wieder auseinandernehmen. Warum habe ich es denn erst zusammengesetzt? Dann können wir es ausmalen. Wieder zusammensetzen. Kabel rein, Spitze. Also der Bauspaß, der wird etwas kniffliger. Besonders die feinen kleinen Teile. Also wird es auch etwas länger dauern. Jetzt die großen nicht. Ich schätze mal die Beine für die Kanone und auf jeden Fall diese kleinen für R2-D2. Aber nichtsdestotrotz werde ich es jetzt zusammenbauen. Deswegen werde ich das Video jetzt mal unterbrechen und sage mal bis gleich. So, mal ein kleines Zwischenfazit, weil es gibt ein Problem. Wer hat es auch? Wie habt ihr es gelöst? Also das ist ja der R2-D2. Die Lampe ist da. Es ist nur die Birne, ein Kabel. Hier unten sind die Kontakte. Ich habe jetzt ein paar Mal versucht anzuschließen. Ich dachte erst, die Batterien wären leer. Habe sie getestet, sind voll. Wir können sie auch nochmal hier testen. Ja, ihr seht, Batterie sind definitiv voll. Jetzt habe ich das Gefühl, dass die Pinne nicht lang genug sind. Stecken wir nochmal rein. Weil, oder wirklich, es ist eine kaputte Birne.
werde ich natürlich demnächst mal versuchen rauszufinden. Aber jetzt so schnell klappt das eben nicht. Seht ihr? Ich kann drauf drücken. Es passiert nichts. Die Birne geht nicht an. Das heißt, ich muss die nochmal komplett auseinandernehmen, dass vielleicht die eigentliche Birne oben nicht richtig eingeklebt ist. Es ist verdammt schade, weil es ziemlich viel Arbeit wieder bedeutet. Aber sie leuchtet nicht. Und dass die Batterien voll sind, habt ihr ja gerade gesehen. Wer das Problem auch hat, schreibt es mir natürlich unten in die Kommentare. Aber jetzt werde ich erstmal weiterhin zusammenbauen und werde das Video nochmal unterbrechen und sage nochmal bis gleich. So, der Bauspaß hat doch nicht so lange gedauert, mehr das Ärgern. Aber hier diese kleinen Teile reinzudrücken, perfekt, gerade für meine dicken Finger. Aber das Problem, wer es natürlich auch schon hat, wäre schön, es mir in die Kommentare zu schreiben, ob die Birne vielleicht kaputt ist oder der Kontaktschalter. Wie gesagt, ihr habt es gesehen, es funktioniert einfach nicht. Aber hier funktioniert es tadellos. Muss man sagen, ihr seht, hier vorne jetzt etwa, ich mache mal Licht aus ein bisschen, dann kann man es besser sehen. So, hier vorne, seht ihr, was Rotes rauskommt und vorne die Spitze. Die wird richtig glühend rot und vorne der Punkt. Es sieht richtig schön stark aus, besonders das glühend rote, das passt irgendwie. Aber, wie gesagt, das Ärgerliche ist nur bei R2D2. Wer da den Fehler natürlich kennt, möge es mir und vielleicht diejenigen, die das Problem auch haben, in die Kommentare schreiben, weil da funktioniert es einfach wirklich nicht. Da weiß ich auch nicht, ob die Platte vielleicht, die Metalle zu kurz sind, muss ich mal nachmessen, aber oder die Birne kaputt. Es funktioniert nicht. Man kann machen, was man will. Also, wie gesagt, der Bauspaß hat nicht lange gedauert. Hier eine Schraube, da eine Schraube, Seitenteil dran. Das längste, was aufgehalten hat, diese kleinen Plastikfarben reinzukriegen, das ist ganz klar. Den zusammenbauen war auch nicht schwer. Drücken, es dreht alles, plus die Birne reinfummeln und dann hinterher ärgerlich, dass sie nicht funktioniert hat. Batteriebox, aber hier das Teil ist richtig schön anzusehen. Das war's mit De Augustini. Star Wars Bau dein X-Wing, Ausgabe 4. Und wie gesagt, jetzt seid ihr dran, schreibt es mir in die Kommentare, wie ihr es findet, was ihr davon haltet, ob ihr auch das Problem hattet oder noch habt und was ihr dagegen gemacht habt. Ansonsten sage ich wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.